Hi Leute, ich wollte eigentlich jetzt nur ein ganz kurzes Video machen, weil an den anderen arbeite ich noch. Ich habe jetzt gelesen, beziehungsweise eine sehr interessante Dokumentation gesehen. Da ging es um Eltern, die ein Kind haben, das einen Amoklauf begangen hat, und die sich damit auseinandersetzen, wie es dazu kam, wie sich diese Gewaltfantasien aufgebaut haben und dies, das. Dazu möchte ich eigentlich erstmal sagen, nicht jeder Mensch, der massiv gemobbt und beeinträchtigt wurde, entwickelt in diesem Ausmaß diese Art Fantasien. Das ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen, damit nicht alle denken, ja, alle in Anführungsstrichen Freaks, die wir mal in der Schule gesehen haben, wollen uns alle abschießen. Das ist definitiv nicht wahr. Was ich natürlich von mir selber aus bestätigen kann, auch im Sinne der PTBS, man bekommt natürlich, Leute, macht euch mal einen Begriff, ich weiß noch, ich saß damals vom Kunstraum, wir hatten immer im Obergeschoss Kunst im Hegel-Gymnasium, wenn ich jetzt mal diese Schule so ansprechen kann, in Magdeburg. Und wir saßen davor und diese zwei Männer, was heißt Männer, das waren ja auch noch Kinder eigentlich, ne? Die waren damals, ich glaube, 16, ich war 15 und die hatten mich halt, vorher getreten und halt auch mir eine geklatscht und. Da gehe ich jetzt nicht rein. Oder doch, ich weiß nicht. Nee, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Da gehe ich jetzt nicht ran. Aber gut, dass ihr live dabei seid. Wer weiß, wer mich jetzt schon wieder belästigt. Wartet mal, ich gehe mal kurz ran. Nee, doch nicht. Keine Ahnung. Ja, und natürlich habe ich da irgendwo Aggressionen gehabt. Ja, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Die kamen halt und ich lag dann halt auf dem Boden so halb und habe halt total geweint und habe halt so die Arme vors Gesicht gehalten und so. Und dann liefen halt die ganzen netten Mädchen vorbei und haben halt geguckt und auch noch über mich gelacht. Und dieser eine Typ, der halt der erste so mit war, der ein Smartphone hatte, hat das halt gefilmt und meinte, ja, guck mal, ihre hässliche Fresse, wie da die Tränen runterlaufen, wie sie rumrotzt und dies, das. Und dann hat er halt noch gesagt, ich schlag gleich auf deine fetten Pausbacken. Dann kannst du weinen, weil du siehst, wie es schwabbelt. Ja. Ja. Und natürlich habe ich mir gewünscht, dass die vielleicht mal von einem großen, schweren Laster erwischt werden. Aber wer hätte das denn nicht in dem Alter, nicht wahr? Trotzdem ist da ja ein Riesenunterschied. Einen Terroranschlag oder einen Amoklauf zu planen und jemandem, der so bösartig ist, halt das Schlechteste zu wünschen, nur zu wünschen. Na. Und in der Hinsicht, ich würde halt aber trotzdem sagen, ich hab mir da so viele Gedanken auch drüber gemacht, ne? Damals, was würde sein, wenn ich. Damals war ich auch noch so extrem gläubig, beziehungsweise extrem auf die Moral ausgerichtet, auf die katholische Moral und so. Und dieser eine Typ aus der Klasse hat mir dann auch seinen Schwanz gezeigt und meinte halt, ja, B, Punkt, Punkt, Punkt. Also ich will meinen echten Namen nicht nennen. Penisse sind ja eklig und guck doch mal meinen an, du kleine Punkt, Punkt, Punkt. Den kannst du ja lutschen auf Klassenfahrt und so. Und hat mir den halt in der Pause gezeigt, auf dem Flur und alles. Ja. Puh, ihr könnt mir auch schon glauben, wenn ich sage, wenn die jetzt von einem Lastwagen erwischt worden wären, hätte ich für die keine Kerze angezündet. Gebe ich offen zu.
Aber trotzdem würde ich niemals bewusst anderen Menschen schaden. Weil so ein Pakt es nicht wert ist, dass ich dafür mein Leben im Knast zubringe.